Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Odyssey 2. Ja, wieder unterwegs in Winsenburg, und zwar werden wir heute die Linie 110 und 115 fahren und sind damit unterwegs in der Südstadt von Winsenburg. Ja, die beiden Linien treffen sich am Siegbahnhof, wie ich gesehen habe, und deswegen und sind, glaube ich, auch nicht so lang. Deswegen werden wir die mal zusammen entsprechend fahren. Also am Südbahnhof dann entsprechend die Linie wechseln. Ja, unterwegs heute wieder mit einem RVAG Repaint, und zwar diesmal das Handwerk. Leidenschaft ist das beste Werkzeug. Ziemliches Schmuddelwetter gerade, aber das kriegen wir hin. So, und ja, das ist entsprechend ein Repaint, was auch in der Version 2 von Ruhrau mitgeliefert wird. Und ja, ich hoffe, es gefällt. Klar, ich weiß, es gibt schon Handwerk oder das Handwerk Repaints, allerdings natürlich nicht jetzt speziell für Ruhrau. Jetzt gerade habe ich schon gesehen, hier hinten muss ich auf jeden Fall noch eine Anpassung machen, dass das Nutec nicht mitten in diesem Logo drin ist. Ja, wir werden mal sehen, das kriegen wir noch hin. Ja, werden ja dann noch einige andere Repaints, hatte ich ja auch schon angekündigt, noch kommen. Der James ist auch sehr fleißig. Ja, und ja, das war es eigentlich mal zu dem Thema, ne? Also ich werde jetzt, glaube ich, noch dann das Ferryboot-Ding fahren und vielleicht noch Schokoticket. Mal schauen. Und ja, dann habe ich die zumindest alle mal irgendwie gezeigt, die zumindest aktuell ja schon fertig sind, ne? Aber jetzt wollen wir uns dann mal auf Winsenburg konzentrieren. Und ja, Motor habe ich jetzt gerade mal gestartet. Licht machen wir an. Scheibenwischer natürlich auch. Und ja, der Tracker ist natürlich wieder. Ne, ist er an. Aha. Okay. Warum ist der an? Aber es passiert nichts. Interessant. Ja. Kann ich euch sagen, weil man muss den Tracker natürlich auf den Kopf setzen, ne? Sonst wird das nichts. So. Gut, wir fahren los in Großbauer. Ach ne, die Tür brauche ich jetzt natürlich nicht. Auch einen Gang wollte ich doch reinmachen. So. Und dann fahren wir schon mal vor. In 20 Minuten geht es los. Kleinbauer. Das ist falsch. So. Nochmal Route 02. Genau. So, die Zeit ein wenig vorstellen. Ja, genau, 14:18. Da kommen aber schon die ersten Leute. Hallo. So ein bisschen. Jo. Hallo. Diesmal wieder mit dem Gelenkbus unterwegs. Übrigens, also es gibt schon Hallo. Eine Version dieser Werbung für den Solobus und für den Gelenkbus. Die ähneln sich, sind aber nicht gleich. Und zwar habe ich die Farbgebung da entsprechend verändert. Also es gibt tatsächlich, wie ich im Internet recherchieren konnte, verschiedene Versionen von dieser Handwerkswerbung. Einmal halt die Vollwerbung, so wie sie hier ist, so in Blau, und dann allerdings auch eine mit hier oben diesen, ja, was ist das, lila Streifen entsprechend. Die hat der Solobus bekommen. Und dann gibt es natürlich auch Werbung, wo gar keine Vollwerbung ist, sondern nur entsprechend das Traffic Board. Wir haben jetzt aber die beiden Vollwerbungen gemacht. Wie gesagt, für den Solobus die etwas buntere. Und für den Gelenkbus halt die hier in, ja, quasi komplett. Also schwarz. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Südbahnhof hier mit rappelndem Lenkrad. Achso, und wir können fahren. Ja, einmal hier typisch Kurve. Kleinbauer.
Ja, jetzt ist richtig. Jetzt sind wir doch. Okay. Boah, ist ja ein kleiner Stau hier, wa? Hier wäre so eine Busspur schon nicht schlecht gewesen. Ob wir uns da gleich vordrängeln? Also in Düsseldorf zum Beispiel gibt es da eine Stelle, wo der Bus tatsächlich über die Rechtsabbiegerspur fahren darf und dann geradeaus. Und der hat dann so eine eigene Mini-Busspur von, ja, lass es mal 4 Meter sein, damit er sich halt entsprechend vordrängeln darf. So, und das machen wir jetzt auch. Das dauert doch viel zu lange hier. Ah, jetzt geht's. Ah. Naja, gut, okay. Scheint doch nicht ganz so lange. Die Ampelphase scheint zumindest relativ lang zu sein. Dann machen wir mal keinen Scheiß und dann bleiben wir mal hier auf der Spur. Ne? Wir wollen uns ja vernünftig benehmen gerade. Ja, also ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Und ich finde das auch in der Realität eigentlich richtig gute Werbung. Also man muss sagen, das Handwerk oder die Handwerkskammer haben da schon sehr lustige Werbesprüche. Aber das zum Beispiel Six hat auch richtig geile Sprüche. Da werden wir ja auch noch Traffic Boards für machen oder voll machen. Lasst euch mal überraschen. Also Ruhrau wird auf jeden Fall sehr gut, was die Werbungen angeht. Oh, werd doch mal grün da. Verdammte Axt, ey. Sind wir jetzt grün? Ja, wir kriegen grün. So, vorbereiten. Feststellbremse raus. Aber es fährt keiner. Warum fährt keiner? Wo wollen die denn alle hin? Ey, seid ihr alle doof oder was? Ihr wollt mich auch verarschen, oder? So, ist mir jetzt echt Wumpe. Ich mach das jetzt auf diese Art und Weise. Das kommen wir ja nie an. Tag, kann man sagen. Tag. Unfreundliches Volk. Holde Jungfrau. Eine Jungfrau. Ich muss sagen, ich fahre Windenburg mittlerweile echt sehr gerne. Weil die Gestaltung wirklich cool ist. Und auch mal bei schlechtem Wetter ist ja auch mal nicht verkehrt, ne? Obwohl es im Moment draußen echt scheiße sonnig ist. Sollte eigentlich einer. Haben Sie keine Heizung? Doch, die habe ich.
habe ich. Natürlich haben wir eine Heizung. Die habe ich nur vergessen. Vielen lieben Dank für den freundlichen Hinweis, Herr Fahrgast. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken. Kriegen wir hier, glaube ich, ein Problem in die Kurve. Ist auch ein bisschen eng. Naja. Der Markt ist etwas enger hier. Ein schönes Gefälle haben wir hier drin. Sieht schon geil aus, ja. Dorfer Brücke. Er fährt ja toll. Ja, fahr ich auch. Ja, ist halt so wie im Bergischen Land hier so. Ach ja, die Brücke ist das, genau. Ich glaube, die gab es ja dann auch in... die andere Karte noch. Ach, jetzt bin ich schon wieder total durcheinander, Leute. Auf jeden Fall gab es sie noch irgendwo anders. So. Müssen wir jetzt rechts oder links? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Ne? Rechts. Ne? Ja, spannend. Da war ich jetzt nicht clever. Spannung. Na, das geht in die Hose. Na, keine Mecker, keine Moser. Oh, scheiße eng, ne? Meine Güte. Aber schön ist es. Ich finde so mit dem Nebel da unten im Tal, das ist auch so ein ganz besonderes Flair. Talblick. Der kommt schon. Entscheidet euch, wer zuerst einsteigen möchte. Oh, ja, wo kommst du denn her? Traumhaft, ey. Untere Holzstraße. Nee, was ist das schön eng hier? Aber schön auch, dass die Opti-KI hier da wenigstens dann noch bremst.
Vorrat zu funktionieren. Interessant. Sittinger Straße. Und irgendwas stimmt jetzt gerade mit der Grafik nicht. Jawohl, irgendwas stimmt wieder nicht. Ah, ich liebe Omsi. Habe ich euch das schon gesagt, dass ich Omsi total liebe? Ich wollte ja eigentlich durchfahren, aber dann werde ich wahrscheinlich... Ja, da kommt es auch. Mhm. Der Vorratsdruck ist leer übrigens. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt wieder passiert ist. Dass er hier die Texturen wieder so scheiße darstellt. Und jetzt auf gleich, finde ich schön. Die ganze Zeit hat es funktioniert und auf einmal, zack, spinnt der Omsi rum. Naja, aber gut. Dann werden wir das wohl gleich nochmal neu starten. Dann halt die 115 später dann noch fahren. Na, fahr doch jetzt los. Mein Gott, ey, das ist ja echt geil. Messe, Parken A. Das ist echt geil, so transparente Autos und so. Schön. Gefällt mir. Die haben eine Tarnkappe, haben die auf. Ich weiß auch nicht, was da mit Omsi immer los ist. Oh, da ist ein Kollege. Ja, und der Vorratsdruck ist auch zu gering. Haben wir irgendwas kaputt gemacht oder was ist los? Bleib da stehen. Kommen Sie rein, ohne mir Hallo zu sagen. Sehr nett. Schleiermacher Straße. Oh, guck mal, der Musikladen. Die Werbung mit dem nicht Zimphon, wie heißt es denn? Akkordeon, genau. Die Akkordeon-Werbung. Im Landwehr. Ja, vielleicht können wir da doch zwei verschiedene Teile draus machen. Bin ich jetzt schon bei 20 Minuten fast. Und dann werden wir quasi... Jetzt bin ich auch gleich da. Wenn wir quasi dann zwei Teile draus machen. Weil den Omsi muss ich jetzt so neu starten.
wegen der Grafikprobleme. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so regelmäßig so Probleme habt, dass irgendwie Texturen aus dem Speicher geladen werden oder auf einmal es schwarz ist oder irgendwelche Busse komplett durchsichtig sind. Also irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Südbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Ja. Schön, da haben wir noch einen. Ach, Mann, oh. Guck mal da. Der gleiche Bus, den wir fahren. Steht aber auch richtig gut da. Tja. So. Stellen wir den schon mal direkt hier richtig hin. So. Ja, zu spät, zu spät, zu spät. Und noch ein Unfall zum Ende. Das ist natürlich besonders geil. Naja, gut. Was soll's, ne? So, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, um die zwei hier auf dem Kanal. Bis dahin. Tschüss.